Sich selbstständig zu machen und ein Geschäft aufzubauen, dazu gehört eine Portion Mut und Entschlossenheit. Das gerade jetzt zu tun, in dieser verrückten Zeit, dazu gehört noch etwas mehr. Optimismus zum Beispiel. David Beyerweg ist ein Optimist. Der gebürtige Coburger eröffnet demnächst ein Friseurgeschäft in Auerbach. Noch ist von der Lockenbude nicht viel zu sehen, doch wenn man näher herangeht, kann man schon mal hineinstibitzen. Es tut sich was, der Inhaber ist mitten im Aufbau. Wer ist der junge Mann? Ich bin der David Beyerweg, bin aktuell 29 Jahre noch alt, bin eigentlich aus Coburg gebürtig, habe dort auch meine Lehre gemacht und jetzt bin ich vor 2 Jahren hier ins schöne Vogtland gezogen. Ich bin seitdem Friseur, war zwischendurch mal außerhalb meiner Komfortzone. Ich war im Callcenter mal tätig und jetzt möchte ich mich eben selbstständig machen. Ein Schritt, der wohl überlegt sein will, gerade in dieser Situation. Natürlich ist es momentan sehr, sehr schwierig, irgendwie einen Fuß zu fassen, aber es muss halt irgendwann auch mal wieder weitergehen. Also es kann ja nicht die nächsten Jahre so. Deswegen bin ich großer Hoffnung, dass wir irgendwann aus dem Ganzen hier rauskommen und das irgendwie wieder normal läuft. Und ja, es wird haarig und es wird eine Zeit geben, wo wir uns jetzt noch durchbeißen müssen. Aber ich hoffe mal, gerade in Richtung Sommer, dass es dann so langsam wieder aufwärts geht. David Beyerweg ist sich sicher, dass die Lockenbude bei den Kunden ankommt. Also was mich so sicher macht, ist, ich versuche das Ganze ein bisschen anders anzugehen. Ich möchte ein bisschen einen lockereren Laden haben. Ich bin ein bisschen entspannter mit meinen Kunden. Das heißt, man soll sich hier wohlfühlen, wie wenn man zu Freunden nach Hause kommt und sich halt einfach die Haare machen lässt. Ich versuche mich abzuheben mit dem Thema Haarverlängerung, Haarverdichtung, gerade bei Kunden, die jetzt wirklich Probleme damit haben. Hatte da auch in Coburg mich bereits schon spezialisiert und habe da sehr gute Resonanzen eben bekommen. Und ich denke mal, dass das hier im Vogtland auch gut angenommen werden wird. Ich fange jetzt momentan erstmal alleine an und werde erstmal als Einzelkämpfer mich hier durchschlagen. Es ist eben so, es ist momentan eine schwierige Situation, jetzt noch jemanden einzustellen, gerade als Neustarter, ist halt dann doch ein bisschen schwierig, aber irgendwann sollte natürlich noch mal gerne jemand mit dazukommen. Musst du noch derzeit im Stand? Wie weit bist du? Also momentan sieht es so weit aus, dass jetzt so langsam aber sicher das Ganze losgehen kann mit Einrichtungen. Ein Teil ist ja schon da. Also ich denke mal Mitte, Ende Februar kann ich dann komplett starten. Heute kommt noch eine wichtige Person, der Mann von der Telekom, weil Telefon ist ja aus A und O. Ja, der Telekom-Mann kommt heute noch. Gott sei Dank. David Beyerweg ist mit Leib und Seele Friseur. Oft ist er mehr als das. Manchmal ist er auch Seelentröster und Therapeut. Ja, man ist immer Therapeut, gerade für einen Kunden. Also es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Man ist Therapeut bei Hochzeiten, weil die Braut aufgeregt ist. Da muss man immer beruhigend wirken. Man ist aber auch für die Kundin oder für den Kunden eben da, wenn es halt mal nicht so gut geht. Die Trennung von der Freundin oder vom Freund oder solche Sachen betreut man ja dann auch. Gerade die Frauen lassen sich ja dann gerne oftmals verändern, wenn es jetzt heißt, neue Beziehung, neue Frisur. Also man ist auf jeden Fall Therapeut. Es macht auch viel Spaß. Der junge Mann hat schon so einiges Lustiges und Skurriles erlebt. Ich war mal vor einigen Jahren auf einer russischen Hochzeit. Die Braut hat mich zu sich nach Hause bestellt, um eben ihre Haare gemacht zu bekommen. Das musste früh um 5 sein, weil die schon um 6 abgeholt werden wurde. Und pünktlich um 6 stand dann gefühlt 50 Mann vor der Haustür mit Trommeln und lauten Gesang. Und es war wirklich sehr, sehr lustig, auch wenn es früh um 5 war. Na, dann schauen wir, was der Vogtland alles so wieder fährt. Wir schauen mal. Apropos Vogtland, was hält der Franke denn von den Vogtländern? Der Vogtländer ist sehr, sehr lustig und sehr, sehr offen. Also wir sind hier mit offenen Armen empfangen worden. Als ich vor 2 Jahren hierher gezogen worden bin ich hier mit offenen Armen empfangen worden. Es wurde sofort Hilfe angeboten und es war direkt beim Umzug irgendjemand aus der Nachbarschaft mit da.
der direkt mit angepackt hat, quasi ohne zu fragen. Also ich habe wirklich bin wirklich sehr positiv hier aufgenommen worden. Also der Begriff zänkisches Bergvolk hat sich nicht bewahrheitet? Der Begriff zänkisches Bergvolk in dem Moment nicht. In anderen Situationen ist der Vogtländer schon ein bisschen zänkisch, aber in Sachen Nachbarschaftshilfe ist er total offen und hat total Lust, damit anzupacken und auch was zu schaffen. Etwas schaffen will auch David Bayer weg, auch oder gerade trotz dieser schwierigen Situation. Also Kopf hängen lassen ist nie das Richtige. Ich finde, ein bisschen nach vorne schauen sollte man schon. Klar, man hat immer Tage dabei, wo es einem mal nicht so gut geht, wo man auch mal denkt, es geht nicht voran. Aber es kommen auch andere Tage, wo man sich einfach nach vorne bewegt, wo man einfach nach vorne schauen kann und schauen muss. Und nur den Kopf in den Sand zu stecken oder in den Schnee nützt auch nichts.